Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Die Viecher sind ja doch stärker, als man annehmen könnte. Ein Angriff tötet einen meiner Männer. Schon unterwegs. So. Wie ihr wünscht. Ihr habt die Bären erschlagen. Seht, sie haben Honigwaben in ihrer Höhle. Wir liefern sie zu eurem Lagerhaus. Daraus lässt sich ein vortrefflicher Met herstellen. Endlich ist der Winter vorüber und das Eis schmilzt. Bald schon werden unsere Drachenboote zurückkehren. Vollgeladen mit Kriegern und Vorräten. Unsere Wikingerbrüder werden durstig sein, wenn sie zurückkehren. Wir brauchen Met. Viel Met. Ja, jetzt können wir auch Fischer errichten. Das heißt, eigentlich können wir hier gleich eine Straße draus machen. Können hier die Wege drunter abreißen, so. Und auch hier einen Fischer errichten. Verstanden! Und ja, das Met brauchen wir, um zu gewinnen. Ihr habt unseren Dörfern sehr geholfen. Aber wie wäre es noch mit etwas Met? Das Ende des harten Winters zu feiern. Mhm. Ein Körben mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja gut, für Met können wir auch selber sorgen jetzt, wo der Winter vorbei ist. Also für Honig. Und sogar für Weizen könnten wir jetzt sorgen. Sagen wir einfach mal für alles. Die paar Minuten mehr Zeit können wir uns ja nehmen. So, ihr seid maximal ausgebaut. Jetzt nur noch die Farm und die... Oh, und ja, die Fischerhütten. Hätte ich auch fast vergessen. Das heißt, wir brauchen auch mindestens 2 Räuchereien, ne? So, und ich kann gleich mal den Met abstellen.
So, Räuchereien. Imker wird ausgebaut. Sehr schön. So, weiter ausbauen. Dich noch ausbauen und dich. Du bist noch nicht ausgebaut. Du wirst schon ausgebaut. Sehr schön. Ist es wert, mit einem Lied gewürdigt zu werden. So. Der hat das Met abgeholt, also können wir jetzt wieder freigeben. Ja, der Winter kommt schon wieder zurück. Das war ein kurzer Sommer. So, und jetzt sollte eigentlich alles schon ausgebaut sein. So, der Met ist unterwegs. Wir können noch ein Badehaus errichten, ruhig. Aber ja, unsere kleine Stadt ist jetzt schön florierend. Und ausreichend, um den Dörfern in den kommenden Wintern zu helfen. So, das Met ist unterwegs. Er ist auch immer noch unterwegs zu seinem Fischer. Mhm. Gut. Wir produzieren jetzt auch wieder Met, damit die Leute gut unterhalten werden. Mehr oder weniger. So, dort haben wir ja Thordal, der kann ein bisschen rumjodeln und die Leute unterhalten. Und ja. Metlieferung. Oh, jetzt frieren die Seen auch wieder zu. Das heißt, wir kriegen auch keinen Fisch mehr rein. Nicht schlimm, wir haben die Mission ja eh gleich gewonnen. Und ja, da ist die Wegfindung immer noch ein bisschen komisch. Hey! Soll es Iltisse sein?
Mit eurer Hilfe haben wir den härtesten Winter überstanden, den wir jemals hatten. Lasst uns unser Glück feiern. Ihr habt Freundschaft und Tapferkeit bewiesen, die eines Narlendir würdig sind. Wir werden euch nicht vergessen. Es war mir eine Ehre. Mein Herr möchte den Siedlern helfen, egal wie kalt die Winter auch sein mögen. Ja. Das ist ja unsere Aufgabe. Vegetarierwertung 15%. Ja, weil wir halt... Wir müssen, dürften da eigentlich nur Brot backen, um eine hohe Vegetarierwertung zu kriegen. Gut. Jetzt geht es mit Geth weiter. Also mal wieder raus aus dem guten Narlind. Sind wir jetzt in Geth. Mal gucken, was uns hier erwartet. Euer Majestät, darf ich sprechen? Ich möchte eure Aufmerksamkeit für eine Weile vom Frost des Nordens ablenken. Es geht um die Vorkommnisse in Geth. Dort ist es zwar wärmer, aber nicht weniger gefährlich. Der Bischof von Geth will eine Kathedrale erbauen, als Symbol der Hoffnung für seine Landsleute. Er hat um unsere Hilfe gebeten. Geth stemmt sich seit Jahren gegen die Angriffe von Wikingern und Banditen. Nun schickt auch der Rote Prinz seine Söldner, um Unruhe zu stiften und die Ländereien seinem Imperium einzuverleiben. Die Seuche ist über die Stadt gekommen und der Hafen nahe Geth wurde zerstört. Die Leute brauchen unsere Hilfe. Wir sollten unsere Siedlung jenseits des Flusses erbauen und die Stadt Geth von dort aus versorgen. Helfen wir den Siedlern von Geth bei der Erfüllung ihrer heiligen Pflicht, so gewinnen wir einen starken Verbündeten. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Gucken wir mal, was unsere Ritter als Vorwand bringen, dass wir sie schicken. Bah! Die Leute auf Geth sind schwach. Wir haben sie jahrelang ausgeplündert. Schickt mich! Kein gutes Argument. Ich habe mein Leben lang gegen Söldner gekämpft. Keiner kennt sie so gut wie ich. Deshalb sollte ich gehen. Ich glaube nicht, dass man die Truppen des Roten Prinzen als Söldner bezeichnen kann, unbedingt. Die Kathedrale zu vollenden ist eine Frage des Glaubens. Lasst mich gehen. Da hat sie nicht ganz Unrecht. Geth war einst ein wichtiger Handelsplatz. Mit meiner Hilfe könnte es auch wieder einer werden. Das ist eigentlich auch ein gutes Argument. Meine Ahnen errichteten einst gigantische Bauwerke. Eine Kathedrale zu bauen, wird ein Kinderspiel sein. Also, ich schwanke gerade zwischen Elias und Hakim. Hakim? draus bist du. Also, Elias. Falsch nicht. Entscheidet euch. Ja, machen wir doch. Der Bischof von Geth wünscht eine Kathedrale als Symbol der Hoffnung für das Volk zu erbauen. Doch die Stadt ist mit der Seuche geschlagen und ihr Hafen ist zerstört. Die Menschen dort brauchen unsere Hilfe. Geth liegt nördlich von hier. Wir sollten uns dorthin begeben und sehen, wie wir helfen können. Ja, erstmal brauchen wir Baumaterialien und Tierchen und... Oh, eine Ruine. Verstanden. Falsch. Sofort wieder zurück, das war die Steinmütze. Ich brauche aber eine Holzfällerhütte. Der Eingang ist hier, gut. Die Steinmütze bräuchte ich eher hier unten. Die zweite Holzfällerhütte kann dann ruhig hier hin. Und eine dritte Holzfällerhütte. Hier oben hin. Dann brauche ich unsere Jäger. Oh, 200 Gold. Wie ihr wünscht.
Und ja, da wir es mit dem Roten Prinzen zu tun haben, sollten wir uns auch dann ordentlich verteidigen können.